Dann die Füße zusammen. Sesam. So. So, yame. Wie? Gut. Wir fangen mit den Armen an, stellen ein bisschen breitere Schulterbreite und machen wie beim Hampelmann die Arme zusammen und wieder runter. Wie? Nie. So. Chi. O. O. Si. Ach. Chi. Chi. Okay? Das gleiche nach vorn im Wechsel. Rechten Arm vorn, linken Arm zurück. Ich. Ni. Sam. Chi. O. O. Si. Ach. Chi. Chi. Okay? Und das gleiche an der Seite. Rechter Arm hoch. Und jetzt gleichzeitig, ja, nicht nacheinander, sondern die Arme gleichzeitig bewegen. Ich, ni, sam, chi, o, o, sich, ach, chi, chi. Okay? Und die Füße zusammen, die Arme anwinkeln. Wer jetzt unter sich den Fußboden hat, dass das stampft, oder wer von den Beinen her nicht so gut ist, der kann das mit Schritten machen. Und die anderen bitte leichte Sprünge. Öffnen und schließen. Okay? Linker Fuß vor, rechter Fuß hinten. Und längs. Okay? Schulterbreit stehen. Jetzt kreuzen wir die Füße, ist der rechte Fuß vorn und ziehen wieder auseinander. Kreuzen wieder, jetzt ist der linke Fuß vorn und ziehen wieder auseinander. Rechts vorn, raus, links vorn, raus. Ich, ni, tan, chi, ho, ho, sich, ach, chi, chi. Okay, und jetzt machen wir beides zusammen. Arme und Beine. Verschiedene Varianten vom Hampelmann. Fang an, ganz normal. Erstmal immer zwei, dreimal langsam. Ich. Nie. San. Und schneller. Ich. Nie. Da. Chi. Ho. Ho. Ich. Ha. Chi. Chi. Okay? Linker Fuß vor. Und die Arme bleiben hier, so wie wir eben schon gemacht haben, aber die Füße wechseln so rum. Ich. Ni. San. Chi. Und schneller. Ich. Ni. San. Chi. Ho. Ho. Sich. Ach. Chi. Chi. Okay? Jetzt haben wir wieder den linken Fuß vorn, den rechten Arm vorn, den linken hinten. Und jetzt Hände und Füße in die gleiche Richtung. Ich, aber entgegengesetzt. Ja, wenn der rechte Fuß vorne ist, ist jetzt der linke Arm vorne. Ni. San. Chi. Und schneller. Ich. Ni. San. Chi. Ho. Ho. Sich. Ach. Chi. Chi. Okay? Die Hände bleiben hier. Ja, ob ihr die Hände nur so habt oder ob ihr sie so dreht, das ist egal. Und die Füße gehen wieder in die Seite. Die Hände bleiben hier und die Füße gehen in die Seite. Füße zusammen, linke Hand hoch. Ich. Ni. San. Chi. Und schneller. Ich. Ni. San. Chi. Ho. Ho. Sich. Ach. Chi. Chi. Okay? Jetzt gehen die Hände an die Seite. Die Hände machen jetzt das. Ja, also öffnen, zusammen. Öffnen, zusammen. Rechten Arm hoch, Füße zusammen. Ich. Ni. San. Chi.
2. Und schneller. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 2. Okay? Die Hände bleiben und die Füße kreuzen, was wir vorhin geübt haben. Raus, kreuzen, raus. Mit den Armen. Ja, rechts und links im Wechsel mit den Füßen. Füße gegrätscht, linker Arm oben. Linker Fuß vorne. Ich. Zurück. Rechter Fuß vorne. Nie. Zurück. Linker Fuß vorne. San. Zurück. Rechter Fuß vorne. Chi. Zurück. Und flüssig. Ich. Nie. Han. Chi. Hu. Huk. Tich. Hand. Tü. Tü. Und locker. Gut. Und Halbkreis im Nacken. Und Halbkreis übers Kinn. Rechts, links. Oben, unten. Seitlich ablegen, Fingerspitzen nach hinten drehen, Arm gestreckt. Lösen, Seitenwechsel. Und lösen. Also wie gesagt, wir wollen Seitwärtsfußtritt machen, aber wir wollen auch das gesamte Training insgesamt 50 Liegestütze machen. Wir beginnen. Erster Durchgang. Liegestützhaltung auf den Händen. Die Ellenbogen gehen nach außen. Runter gehen einatmen, hoch gehen ausatmen. Ja, genau. Runter gehen einatmen, hoch gehen ausatmen. Ich. Nie. Na. Chi. Wo. Wo. Sieg, Hand, Kühl, Kühl und locker. Wir bleiben gleich am Boden. Bring die Fußsohlen zusammen, fassen die Fußspitze, bring die Fersen ganz dicht ans eigene Gesäß. Jetzt strecken wir den Rücken schön nach oben und von den Beinen nutzen wir einfach die Schwerkraft. Und lassen Sie schön hängen oder können auch ganz leicht mitfedern. Jetzt versuchen wir immer ein bisschen auf die Fußkanten zu kommen. Ja? Wenn die Füße jetzt so am Boden sind, ist die Fußkante am Boden. Jetzt versuchen wir den Popo zu lösen. Holen also immer ein bisschen Schwung. Holen ein bisschen Schwung hoch. Schwung hoch. Schwung hoch. Hiech. Ni, San, Chi, Wo, Wok, Si, Hat, Ki, Ji. Und lass die Fußspitzen wieder los. Stellen die Füße parallel. Senken die Beine zu Boden, sodass immer nacheinander Fuß, Knie, Fuß, Knie. Ja, nicht übereinander, sondern nacheinander. Und stellen die Knie wieder hoch, die Füße bleiben, wo sie sind, drehen sie zur anderen Seite. Hit. Hi. Zang. Chi. Wo. Wok. Sieg. Hat. Tü. Tü. Okay. Jetzt nehmen wir den rechten Fuß vor den Körper. Das linke Bein strecken wir neben den Körper. Die Fußspitzen ziehen wir zu uns ran, sodass wir mit der Fußkante zum Ziel zeigen, parallel zum Boden. Und tun die Hand in die Taille,
und drehen jetzt die Hüfte nach vorn und dabei streckt sich das Bein ein bisschen. Und setzen wieder ab. Knie. Und absetzen. Sa. Und absetzen. Shi. Absetzen. Wo. Absetzen. Druck. Absetzen. Sich. Hey. March. Hey. Q. Hey. G. Hey. Okay, und lockern. Und gehen auf die andere Seite. Linkes Bein vor den Körper. Rechtes Bein schön zur Seite strecken. Fußspitzen ziehen wir zu uns. Und wer das ganz schön machen will, von der Oberstufe zum Beispiel, den großen Zeh hoch, alle anderen Zehen runter, sodass die Außenkante des Fußes gespannt wird. Okay, und während wir die Hüfte hochdrehen, strecken wir das Bein noch weiter. Ja, guck mal, wenn die Hüfte sich dreht, sollte das Bein ein bisschen länger werden, 5 bis 10 cm. So. Ski. Okay, setzen uns wieder hin und schütteln die Beine aus. Sehr schön. Jetzt legen wir uns auf den Rücken, strecken ein Bein, ziehen ein Bein an. Da, wo das Bein gestreckt ist, drehen wir die Hüfte, wie wir es eben gemacht haben. Wenn wir jetzt das andere Bein strecken, drehen wir die Hüfte auf die andere Seite. Drehen und strecken. Drehen und strecken. Ich. Ni. San. Shi. Ho. Ho. Si. Han. Kü. Ju. Und lockern wieder. Beine ausschütteln. Okay, jetzt haben wir wieder viel für die Beine gemacht. Haben wir uns wieder einen Durchgang Liegestütze verdient. Eben hatten wir auf den Handflächen, da sind die Ellenbogen nach außen gegangen. Jetzt machen wir auf den Fäusten, sodass die Fäuste gerade sind und die Ellenbogen gehen nach hinten, nicht nach außen. Ja? Wieder Liegestützhaltung. Wie? Nie. Ha. Schi. Ho. Ho. Sieg. Ha. Kü. Jü. Und locker. Und wir richten uns auf. Stellen uns in Kibonacci. Außenkanten gerade. Knie beugen, Seitwärtsstellung. Und jetzt wollen wir einfach nur üben, den Rumpf zu drehen. Hände in die Taille. Immer auf den Fersen drehen. Ja? Fersen zur Seite drehen, Bauch in diese Richtung drehen. Dann Fersen in die andere Richtung, Bauch mitdrehen in diese Richtung. Immer nur auf den Fersen drehen. Nicht auf den Fußballen, sondern auf beiden Fersen. Schön den Bauch mit zumachen. Nicht so stehen. Schön den Bauch mit zumachen. Und jetzt, der Kopf beginnt, dann kommt der Bauch und dann kommen die Beine. Ich. Kopf, Mi. Kopf, Ma. Kopf, Shi. Ho. Ho. Sich. Hach. Kü. Jü. Und locker. Jetzt machen wir das nochmal. Jetzt drehen wir aber nur die Füße. Und der Bauch bleibt vorn. Der Bauch bleibt vorn. Und schaut mal, der Bauch bleibt vorn wie in der Seitwärtsstellung. Aber die Füße drehen wie eben. Der Bauch bleibt vorn. Den Bauch jetzt nicht
drehen. Den Bauch vorn lassen. Bauch vorn lassen und nach links eindrehen. Ich. Ja, sodass die Hüfte jetzt zum hinteren Bein ist. Und jetzt die Hüfte in der Position lassen, die Beine drunter weg in die andere Richtung. Nie. Ja, ihr könnt ruhig die Hände rechts und links an die Taille nehmen. Dann könnt ihr euch so ein bisschen kontrollieren, dass der Bauch vorne bleibt. Sam. Ji. Ho. Hop. Sich. Hach. Piu. Ji. Und locker an. Jetzt drehen wir zu einer Seite und drehen dann die Hüfte hin und zurück. Also beide Übungen, die wir eben gemacht haben, machen wir jetzt nacheinander. Beginnen von hier, drehen uns, lassen die Stellung, drehen nur den Rumpf, drehen wieder zurück und gehen in die Mitte. Drehen zur Seite, lassen die Stellung, drehen nur den Rumpf und die Hüfte, drehen wieder zurück, gehen wieder in die Mitte. Seite schließen. Abdrehen, die Hüfte geht zum hinteren Bein. Wieder schließen und wieder in die Mitte. Andere Seite. Abdrehen, schließen, wieder in die Mitte. Ich. Ja, jetzt ist die Hüfte gerade. Das ist, wenn ihr seitwärts Fußtritt macht, Knie hoch. Jetzt ist die Hüfte gerade. Wenn ihr jetzt den Seitwärtsfußtritt macht, müsst ihr die Hüfte drehen. Das ist die zweite Bewegung. Ihr müsst die Hüfte drehen. Und wenn ihr den Tritt gemacht habt, stellt euch wieder gerade. Das ist die dritte Bewegung. Wieder gerade stellen. Wieder in die Mitte. Schließen. Öffnen. Schließen. Mitte. Nochmal. Schließen. Öffnen, schließen, Mitte, schließen, öffnen, schließen, Mitte. Ein Durchgang noch, schließen, öffnen, schließen, Mitte. Letzte Seite, schließen, öffnen, schließen, Mitte. Und lockern. Ja, auch wenn das im Moment noch gar nicht so aussieht, machen wir schon ganz intensiv den Seitwärtsfußtritt. Jetzt gehen wir nochmal in diese Vorwärtsstellung und üben so ein bisschen die Kraft des Beines. Weil der Seitwärtsfußtritt wird ja zur Seite getreten. Wir müssen es also seitlich halten können. Dazu beginnen wir erstmal wieder im Sitzen. Nehmen wieder den rechten Fuß vor dem Körper, das linke Bein zur Seite. Und jetzt nehmen wir aber auch die beiden Arme mit zur linken Seite. Das Bein bleibt gestreckt. Jetzt heben wir das gestreckte Bein an, der Fuß ist parallel zum Boden. Und heben das gestreckte Bein an. Ich, nie, san, schi, wo, nicht zum Boden. Ruck. Also nicht absetzen. Arch, kü. Und jetzt absetzen. Und lockern das Bein. Legen wieder ab, rechts und links. Die Muskeln etwas entspannen können. Und üben mit dem anderen Bein. Links vor dem Körper, rechts zur Seite. Wieder Bein gestreckt. Fußspitzen wieder zu euch, dass der Fuß gerade ist. Oberstufe, großen Zeh hoch, anderen Zeh runter. Beide Hände zum Ziel. Das gestreckte Bein anheben, nicht mehr absetzen. Ich, ni, sa, chi, wo, wo, si, ach, gu, ju. Und erst jetzt wieder absetzen. Und gehen wieder zur Mitte. Lockern wieder ein bisschen die Hüfte. Bleiben am Boden. Heben das Becken an.
Knie bleiben am Boden, setzen ab, drehen zur anderen Seite, heben das Becken wieder hoch. Und setzen wieder ab. Okay, dann sollten wir, glaube ich, unseren dritten Durchgang von Liegestützen machen. Jetzt machen wir nochmal Fäuste, also Ellenbogen am Körper lassen. Aber wir machen umgedrehte Liegestütze. Das heißt, wir beginnen in der Bauchlage, drücken uns hoch, wieder runter, legen die Hände wieder auf den Bauch. Ja? Beim Hochdrücken ausatmen, beim Runtergehen einatmen. Legen uns auf den Bauch, die Füße sind zusammen, Füße aufgestellt, Hände auf den Rücken. Stellt die Fäuste etwa so auf Brusthöhe auf, drückt euch hoch, wieder runter, wieder ablegen. Itch. Nie. Sam. Shi. Go. Go. Sit. Hat. Kü. Dü. Und wieder lockern. Und wir stehen wieder auf. Wie bei allen Fußtritten ist wichtig, dass wir das Knie hochnehmen und das Knie oben halten. Deswegen jetzt wollen wir das Drehen und das Knie hochnehmen üben. Das heißt, wir nehmen das rechte Knie hoch, halten es mit der rechten Hand fest am Schienbein und jetzt drehen wir auf den Fußballen die Hüfte. Das Knie ist immer noch oben und drehen auf der Hacke wieder zurück. Öffnen auf den Ballen, drehen auf der Hacke zurück. Ballen öffnen, Knie und Fuß zeigen in Zielrichtung und nehmen zurück. Knie ist immer noch oben. Drehen. Und zurück. Drehen. Und zurück. Und absetzen. Ja, man bewegt sich dabei so ein bisschen vorwärts. Beim Drehen öffnet sich die Hüfte, drehe ich auf den Ballen. Und beim Schließen gehen die Oberschenkel zusammen, drehe ich auf der Hacke. Ballen, Hacke. Ballen, Hacke. Ballen, Hacke. Das heißt, man bewegt sich ein bisschen seitlich. Und Beinwechsel. Linkes Knie hoch. Standbein leicht gebeugt, wieder das Schienbein fassen, damit wir das Knie oben halten. Jetzt auf den Ballen drehen, Hüfte drehen, aber aufrecht bleiben. Ja, nicht runterfallen, aufrecht bleiben. Und wieder zurück. Nee, drehen, Knie oben halten und zurück. Drehen auf der Hacke. Ah, Knie oben und zurück. Ski und zurück. Go. Und zurück. Und lockern. Gut, jetzt haben wir das Bein festgehalten, damit wir ein bisschen kontrollieren können, dass das Knie oben ist. Aber das machen wir natürlich nicht im Ernstfall, sondern wir müssen das so kontrollieren können. Das heißt, wir machen das Gleiche nochmal, aber haben die Arme in Kampfhaltung. Nicht das Bein festhalten. Das Bein so oben halten, mit Kraft. Füße zusammen. Rechtes Knie hoch. Arme nach rechts, Blick nach rechts. Und jetzt drehen. Ich. Nie. Sam. Schi. Ho. Ho. Sich. Hat. Kü. Kü. Und locker. Und Beinwechsel. Linkes Knie hoch. Blick nach links, Arme nach links. Ich. Knie oben lassen. Nie. Sam. Schi. Ho. Ho. Sich. Hand. Kü. Kü. Und locker. Jetzt strecken wir wieder das Bein. Also wollen wir die Kraft, die wir im Sitzen die Übung gemacht haben, jetzt im Stand machen. Rechtes Knie hoch. Blick nach rechts, Arme nach rechts. Drehen. Jetzt das Bein rausstrecken. Und das Knie wieder an die Brust holen. Und wieder rausstrecken. Und Knie an die Brust. Rausstrecken. Knie an die Brust. Strecken.
Knie an die Brust. Strecken. Knie an die Brust. Letzte. Strecken. Knie an die Brust. Wieder gerade stellen. Absetzen. Ja, diese seitliche Muskulatur, die nutzen wir wenig. Vorwärts gehen ist okay. Rückwärts in den Fernsehsessel einparken ist okay. Aber so seitlich ist schwierig. Also die Muskeln müssen trainiert werden. Dafür sind diese Übungen gut. Beinwechsel. Linkes Knie hoch. Blick und Arme nach links. Eindrehen. Und das Knie lang machen. Und das Knie wieder ranholen. Wegstoßen. Ranholen. Wegstoßen. Ranholen. Wegstoßen. Ranholen. Wegstoßen. Ranholen. Letzte. Wegstoßen. Ranholen. Wieder gerade stellen. Und absetzen. Sehr gut. Ja, da sind wir schon ziemlich weit. Drehen nochmal die Hüfte. Wechseln die Richtung. Gut. Und dann versuchen wir das mal in einer Bewegung den kompletten Tritt. Das heißt, wenn das Knie hoch geht, muss das Standbein runter. Ja, die Hüfte kann sich nur bewegen, das Becken, wenn wir genügend Spielraum haben. Wenn wir steif stehen, dann kann sich das Becken nicht bewegen. Und deswegen, wenn das Trittbein hochgeht, geht das Standbein runter. Und dann am Ende kann ich wieder aufstehen. Also, komplette Bewegung. Füße zusammen. Das erste, was wir machen, wir schauen den Gegner an, schützen uns, bringen den Schwerpunkt runter und das Trittknie hoch. Nochmal zurück. Blick, Arme, Schwerpunkt, Knie. Und nochmal. Blick, Arme, Schwerpunkt, Knie. Und zurück. Jetzt versuchen wir diese vier Bewegungen auf eine Zeit zu machen. Gut. Jetzt drehen, strecken, ranziehen, zurückdrehen und wieder aufstehen. Nochmal. Gut. Drehen, strecken, ranziehen, zurückdrehen, aufstehen. Noch dreimal. Gut. Drehen, strecken, ranziehen, drehen, aufstehen. Noch zwei. Gut. Drehen, strecken, ranziehen. Zurückdrehen, aufstehen. Naja, merkst du bei mir, ich habe auch so ein bisschen Gleichgewicht manchmal. Langsam ist natürlich viel schwieriger, als wenn ich das schnell machen muss. Aber langsam ist gut für die Muskeln zum Üben. Einmal noch. Gut. Drehen. Strecken. Ranziehen. Zurück. Absetzen. Und locker. Und das gleiche mit dem anderen Bein. Erstmal wieder die Ausgangssituation. Füße zusammen. Blick nach links. Arme nach links. Standbein tief. Trittbein hoch. Und wieder absetzen. Nochmal. Blick. Arme. Schwerpunkt. Tritt. Absetzen. Nochmal. Blick. Arme. Schwerpunkt. Tritt. Absetzen. Nochmal. Blick. Arme. Schwerpunkt. Tritt. Absetzen. Letzte Mal. Blick. Arme. Schwerpunkt. Knie. Absetzen. Das ist jetzt wieder eine Zeit. Und dann machen wir langsam den Tritt komplett. Füße zusammen. Gut. Drehen. Strecken. Ranziehen, drehen, absetzen, ich, drehen, strecken, ranziehen, drehen, absetzen.
Noch dreimal. Ich drehe, strecke, ranziehen, drehen, absetzen. Ich drehe, strecke, ranziehen, drehen, absetzen. Und der letzte. Ich drehe, strecke, ranziehen, drehen, absetzen. Und locker. Gut, dann ruhen wir die Beine wieder etwas aus und machen unseren vierten Durchgang Liegestütze. Wieder auf den Händen, aber die Hände sind versetzt. Wenn wir Liegestütz machen, uns hochdrücken, wechseln die Hände. Liegestütz hochdrücken, wechseln die Hände. Und Liegestützposition. Linke Hand vorn, rechte Hand hinten, das ist nur so eine Handlänge, ja, muss nicht riesig weit sein. Liegestützposition, runter einatmen, hoch ausatmen und wechseln. Knie. San. Chi. Ho. Ho. Si. Fang. Kü. Ji. Hoi, Junge. Und stehen wieder auf. So, 40 haben wir schon, brauchen nur noch 10. Im Prüfungsprogramm vom Weiß-Gelb-Gurt zum Gelb-Gurt, zum 9. Kilo, ist der Seitwärts-Fußtritt im Randstep. Step, Knie hoch, Tritt, zurück, Seitwärts-Step. Step, Knie hoch, Tritt, zurück, Seitwärts-Step. Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Übung, weil diese Form des Seitwärtsfußtrittes braucht ihr auch in vielen anderen Prüfungen dann noch. Dann ist der Schritt dann mal im Übersetzen oder so, aber grundsätzlich funktioniert er genauso. Okay, Seitwärtsstellung. Arm nach rechts. Den linken Fuß rannehmen an den rechten, aber nicht hochkommen, tief bleiben. Jetzt das Knie hoch. Drehen, strecken. Zurücknehmen. Absatz. Seitenwechsel. Rechten Fuß rannehmen. Knie hoch. Drehen, strecken. Rannehmen. Absetzen. Versuchen dabei in der gleichen Höhe zu bleiben. Ja? Wieder Seitenwechsel. Step. Knie. Lang. Halten. Kurz. Absatz. Wechsel. Step. Knie, lang, kurz, absetzen. Und die Beine strecken ein bisschen locker. Ja, also ich lasse jetzt immer bewusst die Zeit, wenn das Bein gestreckt ist, ein bisschen länger. Versuch dort den Muskel anzuspannen und diese halbe Sekunde, Sekunde zu halten. Und dann aber aktiv zurücknehmen, damit wir über diesen Moment Kontrolle haben. Nochmal bitte. Keep it up. Step, Knie, Tritt, zurück, Absatz, Wechsel. Step, Knie, Tritt, zurück, Absatz. Ja, wirklich dran denken, ich will treten. Also ich will das Bein nicht nur hinhalten, sondern ich will treten. Ich muss Kraft in diese Richtung bringen. Und dann stabilisiert sich die Stellung und dann bleibt man auch im Gleichgewicht. Wenn ich versuche, nur das Bein irgendwie zu halten, falle ich um. Noch einmal. Keeper Dutch. Step. Knie. Tritt. Ran. Absatz. Wechsel. Step. Knie. Tritt. Ran. Absatz. Wechsel. Step, Knie, Tritt, ran, absetzen, wechseln. Step, Knie, Tritt, ran, absetzen. Und wir lockern. Durchatmen. Jetzt
versuchen wir das auf eine Zeit. Ja, wie ein Fauststoß. Raus, anspannen, lockern. Und jetzt hier auch auf eine Zeit. Alle Bewegungen sauber machen. Knie richtig hoch, richtig strecken. Hoch, zurück, absetzen. Eine Zeit. Anstrengen. Fünf rechts, fünf links. Keep it up. Ich. Wechsel. Knie. Wechsel. Dann. Wechsel. Schieb. Wechsel. Hoch. Wechsel. Hoch. Wechsel. Sieh. Wechsel. Halt. Wechsel. Kuh. Wechsel. Und lockern. Sehr gut. Ja, ein Tritt, den wir noch ganz viel brauchen, je länger wir Karate machen. Gut. Fünfter Durchgang Liegestütze. So wie jeder gut kann, auf den Fäusten oder auf den Händen, entscheidet ihr, egal. Aber wenn ich einmal zähle, machen wir zwei schnelle Liegestütze. Einmal zählen, zwei schnelle Liegestütze. Halt! Hit! Knie! Down! Knie! Go! Go! Sieg. Halt. Kühl. Jüh. Und lockern. Und wir sitzen aufrecht. Bringen die rechte Hand nach oben. Bringen sie hinter den Kopf. Fassen mit der anderen nach. Und wechseln. Ja, wer Knieprobleme hat, kann das auch gerne im Stand machen. Schulterkreise rückwärts, große Bewegung. Und setzen uns nochmal hin mit langen Beinen. Stützen uns hinten ab. Und drücken das Becken nach hoch, strecken die Fußzehen und halten diese Position. Ich, nee, man, schie, ho, rück. Setzen wieder ab, lockern kurz die Arme, machen das gleiche nochmal und heben dabei ein Bein gestreckt an und halten das. Versuchen das Becken oben zu halten, versuchen das Bein gestreckt zu halten. Nochmal die Hände nach hinten, Becken anheben, rechtes Bein annehmen. Bein absetzen, Becken absetzen. Und das gleiche mit dem anderen Bein. Wichtig, schön gerade bleiben, schön den Bauch nach oben. Noch einmal, Becken heben und das linke Bein. Knie, san, chi, ho, ruck, sitz, ratsch, kü, tschü. Absetzen, absetzen. Okay, wir legen uns auf die rechte Seite,
ziehen das rechte Knie an die Brust. Greifen mit der linken Hand das linke Fußgelenk, das Bein ist flach am Boden und ziehen jetzt das Bein weit nach hinten. Lösen, drehen uns auf die andere Seite, wir machen das gleiche mit dem anderen Bein. Linkes Knie an die Brust, rechtes Fußgelenk fassen, flach am Boden und die Hüfte nach vorn drehen, das Bein nach hinten ziehen. Und locker. Und wir stehen nochmal auf. Letzte Übung vor dem Abgrüßen. Wir machen immer in jede Richtung einen Seitwärtsfußtritt. Die Aufgabe ist, wenn das Knie hoch geht, den Körper zu drehen. Knie hoch, Tritt. Knie hoch, Tritt. Knie hoch, Tritt. Drehen 90 Grad und Knie hoch. Und dann den Tritt. Alles klar? Letzte Mal. Eine Runde rechts, eine Runde links. Sauberen Seitwärtsfußtritt. Füße zusammen. Ja, wenn wir jetzt mit dem Bauch zur Kamera stehen, dann treten wir das erste Mal in Richtung Kamera. Lied. Nie. Han. Chi. Und Beinwechsel, wir treten wieder zur Kamera. Ich. Nie. Dann. Ski. Und lockern. Und wir richten die Sachen, damit wir hübsch aussehen. Noch hübscher natürlich. Und die Füße zusammen. So wieder. So. Hände bis zum Oberschenkel zurück, bis an die Hüfte, Oberkörper aufrecht, aber entspannt. So. So, mit. Schon mit. Wie? Great.